Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Ideenwettbewerb des KI Campus. Also auch herzlich willkommen im Namen unseres KI Campus Teams, zumindest dem Teil, der heute vertreten ist. Das ist Florian Rampelt, unser Projektleiter. Das bin ich, Mike Bernd, zuständig für Wettbewerbe und Kuratierung. Das ist Dr. Dana Christine Ma, zuständig fürs Instructional Design. Lavinia Jonika fürs Community Management und Dr. Kinga Schumacher, zuständig für Inhalt und Curriculum des DFKI. Nochmal im Kurzüberblick. Genau, also vielleicht kann jeder mal kurz Hallo sagen. Hallo. Hallo, schön, Okay, dich wiederzusehen. ja. Gut, dann gehen wir gleich über. Entschuldigung auch noch für die leichte Verspätung. Wir haben etwas vorbereitet und werden jetzt auch gleich beginnen. Wir werden beginnen, beziehungsweise Florian Rampelt, unser Projektleiter, mit der Vorstellung des KI Campus. Anschließend werden wir übergehen. Dann werde ich etwas zum Ideenwettbewerb sagen und daran im Anschluss werden wir dann das Forum freigeben für offene Fragen und kommen dann zum Abschluss. Dann würde ich sagen, beginnen wir. Ich übergebe an Herrn Rampelt. Ja, wunderbar. Besten Dank, Mike. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr. Es wird immer konkreter mit dem Projekt KI Campus. Der Wettbewerb ist die erste wirklich große öffentlichkeitswirksame Maßnahme. Und wir hoffen, Ihnen auch ein bisschen mehr heute erläutern zu können, worum es sich eigentlich handelt. Wir freuen uns auch sehr. Ich sehe, es sind 90 Teilnehmende im Chat. Wir hoffen, wir können diese Stunde, die wir jetzt eingeplant haben, auch möglichst sinnvoll nutzen. Es ist, denke ich, wichtig, zuvor zu markieren, wenn Fragen offen bleiben, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Der Kollege Mike Bernd ist dafür zuständig und es wird nicht so sein, dass nur, wenn wir jetzt Fragen nicht beantworten können, diese nicht auch im Nachhinein beantwortet werden. Das Projekt KI Campus ist ein relativ junges Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das im 1. Oktober 2019 gestartet ist. Es ist Teil der KI-Strategie der deutschen Bundesregierung und soll einen Beitrag dazu leisten, KI-Kompetenzen zu stärken, KI-Kompetenz zu stärken mit einem Schwerpunkt auf Deutschland. Es haben sich dafür 5 Konsortialpartner zusammengefunden. Der Stifterverband koordiniert das Projekt und wir arbeiten gemeinsam mit dem Hasso-Plattner-Institut aus Potsdam, dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, NeoCosmo und dem MMB-Institut. Wir sind in diesem Konsortium damit beschäftigt, den Rahmen zu schaffen, für eine Lernplattform für künstliche Intelligenz. Dieses Projekt wird gefördert durch das BMBF, wie Sie links unten auch schön sehen in den Slides. Und wir werden durch den Projektträger VDI, VDIT betreut im Bereich digitale Hochschulbildung. Das Projekt läuft für 3 Jahre bis Ende September 2022 vorerst. Das ist auch relevant für die Wettbewerbe, zu denen wir eben gleich ausführlicher berichten werden, weil die auch nur im Rahmen dieser Projektlaufzeit laufen und gefördert werden können. Im Rahmen der Förderung durch BMBF hat man vereinbart, dass etwa 2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, nicht für das Konsortium, sondern eben für Akteure, die sich mit der Entwicklung innovativer Lernangebote im Bereich künstliche Intelligenz auseinandersetzen wollen und diesen Rahmen, diese Struktur, die wir schaffen, mit Inhalten, mit qualitativ hochwertigen Inhalten füllen wollen. Ganz grundlegend, wir können eine Folie weiter. Ganz grundlegend ist der Anspruch des KI Campus, ein Pilot zu sein für ein bundesweites Portal für digitale Lernangebote im Themenfeld künstliche Intelligenz. Das heißt, egal welchen Hintergrund Sie haben, wenn Sie akademische Angebote im Bereich künstliche Intelligenz suchen, sollen diese mittelfristig auf dem KI Campus, auf kicampus.org zur Verfügung gestellt werden, mit dem Anspruch, einerseits den mündigen Umgang mit KI in der Breite zu stärken, Unsicherheiten abzubauen und gleichzeitig einen Beitrag der
zur Entwicklung notwendiger Fachkompetenzen zu leisten, also ganz stark eben auch für ein Berufsfeld zu begeistern, das sicherlich mit jedem Tag, jeder Woche und jedem Jahr noch wichtiger wird für ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche. Der KI-Campus hat dabei zwei zentrale Säulen. Es soll einerseits bestehende Lernangebote besser sichtbar und interoperabel gemacht werden. Das heißt, es geht nicht darum, unbedingt immer das Rad neu zu erfinden, das neu zu entwickeln, was es nicht schon gibt, sondern eine zentrale Aufgabe von uns ist es, auch zu schauen, wo gibt es bereits hochwertige Lernangebote zum Bereich KI auf akademischem Niveau und eben andererseits aber auch die Lücken zu füllen, die großen Lücken, die nach wie vor vorhanden sind und unter anderem über den Wettbewerb, für den wir jetzt derzeit einladen, aber auch über Kooperationen mit Partnern, neue Lernangebote zu unterstützen und diese auch gemeinsam mit dem BMBF finanziell zu unterstützen. Wir haben für den KI-Campus Leitprinzipien definiert, die für uns als Konsortium handlungsleitend sind, die aber eben auch für Teilnehmende unserer Wettbewerbe von großer Bedeutung sind. Und die möchte ich Ihnen gerne kurz vorstellen. Das ist für uns quasi die Haltung, mit der wir an innovative Lernangebote im Bereich KI herangehen. Für uns ist es wichtig, dass Kooperation und Interoperabilität mit unterschiedlichen Plattforminitiativen im Mittelpunkt stehen, dass also Lernangebote so entwickelt werden, dass sie möglichst offen und interoperabel, also Schnittstellen ermöglichen zu dem, was es bereits gibt. Es ist, denke ich, eigentlich eine Selbstverständlichkeit heute, aber man muss es trotzdem immer wieder betonen, in der Entwicklung sowohl der Lernangebote als auch der Plattform stehen Lernende im Mittelpunkt. Mit Lernenden meinen wir im Schwerpunkt Studierende und lebenslang lernende Berufstätige. Ob das jetzt ein Arzt ist, eine Ärztin, die seit 20 Jahren im Beruf steht und sich auseinandersetzen muss damit, wie denn diese Apps auf dem Handy funktionieren, die KI-basierte Diagnostik ergeben, oder die Ingenieurin, die sich mit autonomen Fahren auseinandersetzt, oder eben der Zweitsemester-Student, der in der Pädagogik feststellen muss, im Schulalltag ist Alexa immer wichtiger für das, womit sich Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen. Es soll innovative didaktische Konzepte umfassen, woran wir arbeiten, und soziale Lernformate beinhalten. Ich sage immer gerne, Blended Learning ist das bessere Online-Learning. Es ist nicht so, dass wir glauben, dass rein digitale Lernangebote ausschließlich die Zukunft quasi innovativer Bildung sind. Die Produktentwicklung ist agil, partizipativ. Wir haben hier eine Entwicklung, die ganz stark begleitet wird durch eben Nutzerinnen- und Nutzerorientierung, die durch unseren Partner NeoCosmo und das HPI vorangetrieben werden. KI-Methoden, das ist vielleicht der erste wichtige Punkt, auch für Wettbewerbsbeiträge, sind wichtig für die Plattform selbst, für den KI-Campus, sind aber nicht zentraler Schwerpunkt des Wettbewerbs. Es ist gut, wenn man zum Beispiel Chatbots integriert in Lernangebote, aber KI-Inhalte, die inhaltliche Seite, ist der Schwerpunkt dessen, woran wir arbeiten. Trotzdem müssen wir mit unserem Partner DFKI natürlich ganz stark auch an methodischen Fragestellungen arbeiten. Da haben wir als stärksten Akteur das EdTech Lab am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das auch hier in Berlin basiert ist. Und last but not least, die Offenheit ist für uns ein zentrales Prinzip. Die erstellten Lernangebote, aber auch Technologien folgen dem Prinzip der Offenheit von Ressourcen und Quellcodes. Dies bedeutet zum Beispiel für entwickelte Inhalte, dass sie im Regelfall unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht werden sollten. Wir, wie ich bereits gesagt hatte, arbeiten selbst erst seit Oktober an diesem Projekt. Wir sind im Austausch mit unterschiedlichen Partnern dafür schon relativ weit. Das Hasso-Plattner-Institut wird die eigentliche Lernumgebung zur Verfügung stellen und NeoCosmo entwickelt derzeit das übergreifende Bildungsportal. Es ist dafür eben wichtig, dass wir kuratierte und eigenentwickelte Lernangebote sichtbar machen werden in einer nahtlosen, von der User-Seite her möglichst unsichtbaren Logik, die über das Portal kicampus.org in unterschiedliche Lernwege führen kann. Die Online-Kurse, die neu zu entwickelt sind, können, wenn es denn bereits auf bestehenden Angeboten aufbaut, durchaus auch
verfügbar gemacht werden auf unterschiedlichen Systemen, ob das jetzt Moodle oder OpenEdX ist. Für komplett neu zu entwickelnde Kursformate gehen wir im Regelfall davon aus, dass diese auf der MOOC-Plattform des Hasso-Plattner-Instituts aufgesetzt werden. Sie können sich das gerne mal anschauen. Das OpenHPI ist eine offene Plattform, die man sich jederzeit, wo man sich jederzeit auch offen registrieren kann. Und das wird eben jetzt das erste Mal in eine Open-Source-Lösung überführt und die Grundlage für Kurse darstellen. Ganz wichtig dabei ist, und das hatten wir auch in der Ausschreibung bereits beschrieben, dass wir aber nicht nur ausschließlich Kurse haben wollen, sondern dass wir glauben, dass Lernangebote unterschiedliche Zielgruppen über unterschiedliche Formate erreichen können und auch einen unterschiedlichen Umfang haben sollten. Das heißt, es wird möglich sein, auf dem KI-Campus einzelne Videos, Quizzes, Podcast-Formate zu integrieren, bis hin zum ganzen Kurs oder einem Modul, das eben mehrere Kurse oder unterschiedliche Lernangebote miteinander verknüpft und integriert. Und selbstverständlich werden wir darauf basierend auch mit unterschiedlichen Beispieldatensätzen und weiteren Tools arbeiten, die in den KI-Campus integriert werden. Ich hatte es bereits genannt, das Ganze wird interoperabel aufgesetzt. Wir sind mit unterschiedlichen Landesinitiativen in Deutschland zum Beispiel im Gespräch, aber auch mit internationalen Initiativen, mit dem European MOOCs-Konsortium, um eine klare Interoperabilität von Anfang an sicherzustellen und eben auch das sichtbar zu machen und zu integrieren auf dem KI-Campus, was es bereits gibt. Wer es noch nicht kennt von Ihnen, sollte sich zum Beispiel unbedingt mal den Elements of AI anschauen. Ein ganz toller Grundlagenkurs, der als Website aufgesetzt ist und seit Ende Dezember auch deutschsprachig zur Verfügung steht. Und auch das hatte ich bereits gesagt, es werden auch KI-Methoden integriert in den KI-Campus zur Unterstützung der Lernenden. Daran arbeitet eine extra Abteilung des DFKI. Sie haben sich sicherlich in der Vorbereitung durchaus auch damit auseinandergesetzt, was das denn nun eigentlich heißt, KI-Kompetenzen. Wir haben dafür, das muss ich auch ganz klar sagen, der Stifterverband ist zuständig für den Wettbewerb, das Netzwerk, die Koordinierung, aber der Konsortialpartner, der die KI-Kompetenz als solcher wirklich herausragend vertritt in Deutschland, ist das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Und für Fragen später wird auch Kinga Schumacher als Projektleiterin dort zur Verfügung stehen. Ganz grundsätzlich möchte ich einfach nur sagen, dass es quasi Grundlagenkompetenzen gibt in der Logik, die auch in KI unterschieden wird durch das DFKI, ob das jetzt Problemlöseaufgaben betrifft, planerische Aufgaben, lernende Aufgaben. Das ist also quasi nach einem Kompetenzraster aufgeteilt. Es ist ein ganz starker Schwerpunkt des KI-Campus, dass man sich mit bestimmten bereichsspezifischen Kompetenzen auseinandersetzt. Dort werden wir auch Unterseiten schaffen zu den Themenschwerpunkten, unter anderem KI in der Medizin oder KI in den Ingenieurswissenschaften. Und selbstverständlich gibt es auch übergreifende interdisziplinäre Fragestellungen und Kompetenzanforderungen, zum Beispiel zu Data-Bias-Problemen oder zur Ethik und KI im Allgemeinen. Und all dies sind Bereiche, die abgedeckt werden in dem KI-Campus. Es gibt da eine interne Schwerpunktsetzung, die wir gemeinsam mit dem BMBF vornehmen. Aber wir haben das auch bewusst offen gelassen, um basierend auf dem, was im Rahmen der Wettbewerbe eingereicht wird, auch erst einmal zu schauen, was sind eigentlich die qualitativ hochwertigsten Angebote, die wir gegebenenfalls in unserer Vorbereitung des KI-Campus auch noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Es ist also auch inhaltlich für uns notwendig, dass wir eine Rahmenstruktur schaffen im Konsortium, aber dass das auch gleichzeitig bedeutet, es ist Ihnen offen gehalten, ihre eigenen Ideen einzubringen, weil wir wollen natürlich, dass wir deutschlandweit Bedarfe abdecken und die können im Zweifelsfall Sie in Zusammenarbeit mit Ihren Nutzerinnen und Nutzern, mit Ihren Lernenden, mit Ihren berufstätigen Personen, kennen Sie die am besten und wir sind da sehr, sehr gespannt auch auf das, was eingereicht wird. Ja, ich glaube, Mike, das war's von meiner Seite und freue mich jetzt sehr, wieder an den Kollegen übergeben zu können.
Okay, ja, dann werde ich noch in aller Kürze was zu dem Wettbewerb sagen. Es sind einige Sachen werden jetzt redundant sein, weil wir natürlich die Leitprinzipien auch in unsere Ausschreibung eingearbeitet haben, was Florian Rampel schon sagte, welche Formate sind denkbar. Also es ist grundsätzlich vielerlei denkbar, angefangen von Mikrolerninhalten, von Learning Nuggets, das können Podcasts, Animationen, Simulationen sein, Videos, YouTube-Channels und dergleichen über Online-Kurse, also MOOCs, die self-paced sein können oder eben auch in Blended Learning-Settings eingesetzt werden können, bis hin zu dem größten denkbaren Format, Kursbündeln sozusagen, mit in verwandten Themenfeldern, also sprich Micro-Degrees. Was ist besonders erwünscht? Das haben wir auch bereits gehört. Der Innovationsgrad ist natürlich sehr wichtig, dass ein innovativer Ansatz sein sollte. Wir haben schon gehört, dieses Shifting from Learning to Teaching und dergleichen. Was noch hinzukommt, wäre natürlich eine Community, die denkbarerweise um didaktische Formate gebaut werden können. Also, dass der soziale Aspekt hinzukommt, dass sich Lerngruppen organisieren können. Und eine weitere Vernetzung innerhalb Deutschlands beispielsweise. Wer kann sich bewerben? Bewerben können sich im Prinzip alle Hochschulen. Es können sich außeruniversitäre Forschungseinrichtungen bewerben, Unternehmen, Verbünde von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, Verbünde von Hochschulen und dergleichen. Also was Kooperationen angeht, ist vieles denkbar und auch äußerst erwünscht. Was kann man erhalten im Rahmen des Wettbewerbs? Da ist zum einen natürlich das, was für Sie womöglich am interessantesten ist. Das ist die Gewährung einer Zuwendung durch das BMBF in Form von einer finanziellen Förderung. Gleichzeitig bieten wir vom KI Campus Team auch eine Begleitung an bei der didaktischen Konzeption und auch die Beantwortung von Fragen in diesem Kontext. Und wir unterstützen auch bei der technischen Umsetzung. Wir können da beispielsweise auch Equipment und dergleichen zur Verfügung stellen. Also da ist auch einiges denkbar. Ja, was müssen Sie konkret einreichen? Einzureichen ist eine Ideenskizze, maximal 5000 Wörter, also circa 10 DIN A4 Seiten in deutscher Sprache. Konkret zum Inhalt und zum Umfang der Ideenskizze. Also die Ideenskizze sollte zum einen einen Kurzüberblick zu den einreichenden Institutionen enthalten. Dann zu Beginn ist mit einer Kurzbeschreibung des Vorhabens. Da es ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt ist, sollte auch eine Kurzdarstellung des Forschungsstandes enthalten sein. Und im Anschluss käme dann die konkrete Beschreibung der Projektidee, natürlich mit dem Ansatz der Formate und des didaktischen Gruppkonzepts. Forschungsfragen sollten aufgrund des Forschungsprojekts eben auch formuliert werden. Methodisches Vorgehen sollte enthalten sein. Die konkreten Arbeitsschritte, wie das geplant ist, natürlich mit zeitlichem Überblick auch und mit einer konkreten Finanzierungsübersicht. Ja, wie wird die Ideenskizze, beziehungsweise wie werden wir die Ideenskizze im Rahmen des Wettbewerbs auswählen? Wir werden eine Jury einsetzen. Wir heißt in dem Falle der Stifterverband gemeinsam mit seinen Konsortialpartnern und dem BMBF. Die Jury hat dann gewisse Prinzipien oder Konzepte, nach denen sie auswählen wird, natürlich vorrangig der Fall sein wird, ist, dass die Qualität und die Relevanz des Lerninhalts eine große Rolle spielt. Das didaktische Konzept im Hinblick auf den innovativen Ansatz wird eine Rolle spielen. Dann ein Punkt, der relativ zu sehen sein wird. Wir haben Ihnen angegeben, die Anzahl der Lernenden. Das ist natürlich immer eine Frage. Also ich glaube, dass das keine absolute quantitative Zahl sein wird. Das wird auch im Fachbereich ankommen.
Und natürlich, wie weit der Kurs nutzbar sein wird. Der Anwendungsbezug und die Kompetenzorientierung, dann auch wieder im Hinblick auf die Didaktik, wird eine Rolle spielen. Die Expertise und dann, wie bereits gesagt, Kooperationen, Vernetzung spielt eine sehr große Rolle und die Methodik und letztendlich auch die Angemessenheit der Finanzierung. Noch ganz kurz zu den Dates and Facts. Herr Rampelt hat das schon gesagt, es wird eine Gesamtförderung von 2 Millionen Euro im Rahmen des Wettbewerbs geben. Die Einreichung der Ideenskizzen, wie Sie sicher bereits wissen, wird bis zum 10. Februar sein. Die im Laufe des Februars werden dann die Skizzen durch die Jury ausgewählt, voraussichtlich Anfang März. Werden Sie dann vom BMBF aufgefordert, einen formalen Antrag einzureichen. Die Frist bis zur formalen Antragsstellung ist dann voraussichtlich bis Ende März. Und der frühestmögliche Projektbeginn durch das BMBF wird dann ungefähr Juli 2020 sein. Die Projektlaufzeit, je nach Kursformaten und Umfang, kann sich von 6 bis 18 Monaten belaufen. Und die Maximalförderung pro Ideenskizze soll sich bis maximal im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen. So viel von unserer Seite. Ich würde nun den Chat freigeben, in dem Sie Ihre Fragen stellen können. Vielleicht ganz kurz zum Vorgehen. Ich werde dann die Fragen vorlesen und werde sie dann an die jeweiligen Ansprechpartner weitergeben. Gut, wir könnten uns mal überlegen, welche Fragen denn noch so aufkommen könnten. Vielleicht grundsätzlich nochmal zur Erläuterung werden hoffentlich die Kolleginnen und Kollegen daran weiterarbeiten. Die Förderung ist eine Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das auch die Letztentscheidung trifft bezüglich der Förderung. Das heißt, der KI-Campus, die Jury, die wir besetzen, die werden wir besetzen durch Expertinnen des DFKI, die eine starke inhaltliche, KI-bezogene Kompetenz haben und durch Expertinnen und Experten für innovative Lernformate. Die macht eine Empfehlung und diese Empfehlung wird dann an das BMBF als Mittelgeber weitergereicht. Und die letzte Entscheidung in enger Abstimmung, aber durch das BMBF getroffen. Es ist auch ganz wichtig, entsprechend einer klassischen BMBF-Förderung handelt es sich auch bei der Erstellung von Lernangeboten für den KI-Campus um F&E-Projekte, die also auch eine bestimmte forschungsbasierte Fragestellung beantworten müssen. Die kann inhaltlicher Natur sein, die kann sich auch beziehen auf didaktische Konzepte. Und sollte aber es eben ermöglichen, das Ganze entsprechend auch so aufzubauen, dass wir am Ende beantworten können, was eigentlich sowohl inhaltlich als auch technologisch, infrastrukturell benötigt wird in Deutschland und in Europa, um die Vermittlung von KI-Kompetenzen und allgemein digitalen Kompetenzen zu stärken. So, ich schaue jetzt nochmal auf Twitter, ob da was. Ja, es gab bereits zwei Fragen auf Twitter. Immerhin, das funktioniert. Die erste Frage, die ich sehe, ist von Herrn Winsker zum Thema sechsstelliger Bereich, also die Fördersumme, die möglich ist. Wir sagen ja immer, es geht natürlich darum, eine gewisse angemessene Summe zu kalkulieren. Das ist, wenn es zum Beispiel ein Kurs ist, der mit ECTS hinterlegt wird, dann ist davon auszugehen, dass es auch ein entsprechendes Blended Learning Format gibt oder eine rechtssichere Prüfungsdurchführung und anderes. Dann wird das sicherlich mehr Ressourcen erfordern, sowohl personelle Ressourcen als auch Ressourcen für die notwendige Software zum Beispiel, als wenn man nur eine Podcast-Serie entwickelt.
Genau. Ja, aber wir gehen basierend auf dem Austausch mit dem BMBF und den Erfahrungen in früheren Förderungen davon aus, dass man mit einer niedrigen sechsstelligen Summe bereits gut einen auch mit ECTS vergüteten Kurs umsetzen kann. Damit ist es sicherlich nicht möglich, ein komplettes neues MOOC-Studio auszustatten. Das ist vielleicht auch eine wichtige Information. Es ist grundsätzlich möglich, natürlich eine technologische eine Ausstattung, Gegenstände, Investitionen auch vorzunehmen. Aber unsere Zielsetzung ist schon auch, uns mehr auf die Inhalte zu konzentrieren. Und im Rahmen der Aktivitäten wird es sowohl beim DFKI als auch bei anderen Partnern Videostudios geben und man kann zum Beispiel auch über das Projekt Mietkosten abrechnen, wenn man zum Beispiel mal beim Hasso-Plattner-Institut einfach in Potsdam direkt deren Infrastruktur nutzen will, dann ist das gegebenenfalls sogar kostenneutral möglich. Genau, es ist eben eine Frage der Angemessenheit der notwendigen Investitionen. Es waren noch weitere Fragen auf Twitter. Eine Kooperation mit US-Hochschulen. Es ist grundsätzlich, das haben wir mit dem BMBF bereits vorbesprochen, eine Kooperation mit internationalen Partnern möglich. Es ist allerdings notwendig, dass der Ansprechpartner, dass also der Konsortiumsführer quasi eine deutsche Hochschule ist. Im Zweifelsfall, wenn Sie eine internationale Kooperation anstreben, dann schreiben Sie uns bitte dazu noch einmal und wir werden dazu eine Einzelfallbeantwortung geben in Abstimmung mit dem BMBF. Aber grundsätzlich ist es auch durchaus möglich, internationale Partner zu haben. Sie müssen sich nur überlegen, ob der Verwaltungsaufwand dafür das eben rechtfertigt, die zum offiziellen Konsortialpartner zu machen oder gegebenenfalls eine andere Partnerschaftsstruktur zu ermöglichen. Ja, Frau Lemke hat gefragt, methodische Vorgehen hinsichtlich der Forschungsfrage. Es ist beides möglich, also Bezug zum Thema KI, also auch eine inhaltliche Fragestellung oder zur Didaktik des Lernangebotes im Sinne der Förderung. Also das ist vielleicht nochmal wichtig, wir werden gefördert durch das BMBF im Bereich digitale Hochschulbildung. Kann man hier auch ganz klar die Forschungsbasierung hinsichtlich didaktischer Lernangebote vornehmen. Man kann auch einen Forschungsschwerpunkt haben hinsichtlich, also es muss nicht, die Forschungsfrage muss nicht KI-bezogen sein. Sie kann und sollte natürlich auch gerne KI-bezogen sein. Das kann sowohl inhaltlich sein, zum Beispiel, welche KI-Kompetenzen lassen sich in bestimmte Schlüsselkompetenzmodule integrieren. Und dann kann man mal eine systematische Analyse machen, wie eigentlich Module bisher aufgebaut sind an Hochschulen. Oder man kann eine Bedarfsanalyse machen, das ist ganz, ganz wichtig, in einem bestimmten beruflichen Feld. Ja, wenn ich jetzt hier mit meinem Handy sitze und sage, Medizinerinnen brauchen mehr Kompetenz im Umgang mit Medizin-Apps, dann ist es erst einmal eine Annahme, die ich treffe, ohne dass ich sie irgendwie validiert hätte. Und auch gerade diese Bedarfsfrage ist ganz, ganz wichtig für diese 3 Jahre des Ausbaus des KI-Campus, weil wir sehr viel noch agieren in Richtung von Mutmaßungen, die wir selbst haben. So, dann. Also jetzt hier kam eine Frage, was verstehen Sie unter Akteure? Sind damit zwingend weitere Antragspartner gemeint oder reicht eine Hochschule aus? Soll es auch ich beantworten? Das kann ich auch gerne beantworten, ja. Also natürlich ist es auch so, dass man als einzelne Institution durchaus auch einen Antrag stellen kann. Also es heißt nicht, dass wenn wir eine Kooperation uns wünschen, dass wir ausschließen, dass eine Einzelinstitution das nicht kann. Also bitte auch gerne Anträge von Einzelnen, wenn man eine gute Idee hat. Ich habe eine weitere Frage, die sich auf das Thema Partnerkonsortium betrifft, der jeweiligen Expertisen, Anmerkungen, Hinweise. Naja, also es ist ganz klar, es gibt im Endeffekt 2 zentrale Säulen hinsichtlich einer Expertise, die schon irgendwie vorhanden sein sollte. Das einerseits eine fachlich-inhaltliche Expertise, also KI, welcher Teilbereich es auch immer ist, ob jetzt maschinelles Lernen, Robotik. Wir hatten schon einen ganz spannenden Austausch im Dezember zum Bereich KI in der Medizin, oder KI im Lehramtsstudium.
Oder natürlich auch digitale Lernangebote. Dieses Projekt soll selbstverständlich auch einer Befähigung dienen. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir unter anderem mit Lavinia Jonica, eine ehemalige Mitarbeiterin einer Universität, haben, eines Mediendidaktikzentrums, wo es also auch darum geht, sie dabei zu begleiten, zu schauen, was eigentlich innovationsfähige und zukunftsfähige Lernangebote sind. Aber man sollte schon auch gut beschreiben können, wie man denn zu dem Konzept kommt, das man jetzt anwenden will. Es sollte nicht im Luftleeren geschehen. Aber das hängt vom Profil des einzelnen Projekts ab, welcher Schwerpunkt gesetzt wird. Es ist eine Sache klar. Es geht hier um qualitativ hochwertige Angebote auf akademischem Niveau. Das heißt, Sie brauchen auf jeden Fall in Ihrem Projekt Akteure, die sich forschungsbasiert mit KI auseinandergesetzt haben. Das muss jetzt, wenn jetzt zum Beispiel das eine Pädagogikprofessur ein Projekt beantragt, dann muss das nicht die Professur selbst sein, aber dann müssen Sie wissen, wen Sie beteiligen wollen an Ihrem Projekt. Oder es kann eben eine KI-Professur sein, sagen wir mal zu Robotik, die wiederum weiß, wen sie beteiligen muss, um die notwendigen didaktischen Kompetenzen mit einzubetten. Das ist Ihnen freigestellt, aber diese Kompetenzen sind sicherlich notwendig, um dem Anspruch des KI-Campus gerecht zu werden. Die Frage, oder? Ja, eine weitere Frage: Wie sieht es bei der Nutzung von bestehenden Lerninhalten mit dem dort enthaltenen Branding aus? Müsste dieses für den KI-Campus geändert bzw. entfernt werden? Florian, würde ich da mal ein bisschen. Das hängt ein bisschen vom Branding ab. Es ist absolut legitim und notwendig, da gibt es ja viele andere Akteure auch, dass das sichtbar wird, der Akteur, der dahinter steht. Ja, also Branding, Markenbildung ist ja auch eine Interessensbildung. Ja? Also digitales Lernen, Lernangebote interessant zu machen, ist auch viel gutes Marketing. Und wenn Sie eine gute Marke haben, dann sollten Sie diese auf keinen Fall verstecken. Es ist nicht der Anspruch des KI-Campus, die Akteure dahinter zu verstecken, sondern diese besser sichtbar zu machen. Was eine notwendige Fragestellung ist, ist eher die Frage, wie es eben technisch integriert werden kann in den KI-Campus. A und B, wie es eben bei einer Fragen der Nachnutzbarkeit dann mit einem möglichen Branding aussieht, weil unser Anspruch ist, wir wissen, das wird nicht immer erfüllbar sein, aber unser Anspruch ist, im Grundsatz eben unter Creative Commons Lizenz so viel wie möglich zur Verfügung zu stellen, sodass es auch entweder je nach Lizenz für die, die sich damit auskennen, gibt es ja unterschiedliche Lizenzstufen, das so nachnutzen kann, wie es bereits erstellt ist, wie es vielleicht auch gebrandet ist, oder eben auch eine komplette Abänderung der Inhalte, der Angebote, der didaktischen Formate möglich ist. Also im Kontext zu den technischen Möglichkeiten ist jetzt eine weitere Frage aufgekommen. Gibt es eine Übersicht über die technischen Möglichkeiten der HPI-Plattform? Gibt es bei der Auswahl von Formaten technische Einschränkungen? Das ist eine gute Frage. Da fehlt uns leider heute ein Also, Partner. wir haben gesagt, dass das HPI jetzt erst die Open Source Plattform entwickelt. Das wird bis Q2 2020 fertig sein. Das HPI ist seit Dezember letzten Jahres Konsortialpartner. Wir haben heute, passenderweise, hatten wir eine Vorbesprechung zu den Lernformaten. Es werden unterschiedliche Lernangebote, zum Beispiel auch Podcasts, Einzelvideos und so weiter, unmittelbar integrierbar sein. Sie sollten, wenn Sie da irgendwelche ganz ausgefallenen Ideen haben, uns auch nochmal eine gesonderte Anfrage stellen mit den bestimmten Rahmenkriterien und dann werden wir das mit den entsprechenden Ansprechpartnerinnen vom HPI besprechen. Grundsätzlich ist es so, dass wir dadurch, dass wir das übergreifende Portal zur Verfügung stellen, das ist übrigens Drupal-basiert für die, die das interessiert, wir schon also relativ viele Schnittstellen schaffen können auf der Website. Die Frage der Integration es wird dann learn.kicampus.org sein, die eigentliche Lernumgebung, die das HPI entwickelt. Das müssen wir im Einzelfall klären, aber es sollte im Zweifelsfall nicht daran scheitern. Es gibt eben auch die Möglichkeit, wenn eine technische Integration nicht möglich ist in die HPI-Lernumgebung,
dass wir gemeinsam mit Ihnen dann daran arbeiten, dass es einen nahtlosen Übergang gibt. Ja, das ist ja ein typisches Vorgehen von unterschiedlichen Websites. Sie haben das auch, wenn wir ein paar Seiten zurückgehen zu der Folie mit dem Campus, Mike. Da haben wir quasi so eine klassische Kachelstruktur. Und hinter dieser einzelnen Kachel kann dann nach der Information zum einzelnen Lernangebot auch eine Weiterleitung bestehen, die dann eben in eine andere Lernumgebung führt. Das soll eher die Ausnahme als der Regelfall sein für das, was wir im Wettbewerb haben. Das wird eher der Regelfall sein für das, was wir allgemein kuratieren. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn Sie bereits etwas Gutes haben, dann ist natürlich toll und wir fänden das sehr, sehr gut, wenn Sie mit Mitteln über den Wettbewerb das weiterentwickeln können. Sie können uns das aber auch bereits jetzt gerne weiterleiten und es wird dann, wenn in Q2 2020 der KI Campus online geht, auch direkt sichtbar gemacht werden können über das Portal kicampus.org, das eben alles Gute auf akademischem Niveau sichtbar macht, unabhängig davon, ob wir es direkt integrieren können oder nicht. Mittelfristig so viel Interoperabilität und Schnittstellenfreiheit wie möglich. Okay, dann haben wir die nächste Frage. Erwarten Sie bei dem methodischen Vorgehen der Forschungsfrage den Bezug zum Thema KI oder in Bezug auf die Didaktik des Lehrangebots? Genau, die hatte ich schon beantwortet. Okay, ja. Okay, dann die nächste. Geht es bei den Inhalten vorrangig um die Vermittlung der technischen, mathematischen KI-Grundlagen oder ebenfalls um die Vermittlung der Interaktion zwischen Mensch-KI, Interaktionsdesign, Mensch-Computer-Interaktion, soziale Interaktion, Sensibilisierung? Beides. Die Antwort übernehme ich dann, genau, beides. Ja, Kinga, okay. Gerne. Ja, die Antwort ist beides, ja, wie du schon gesagt hast. Ja, es ist vielleicht okay. Ganz wichtig, und dann würde ich das noch kurz ergänzen. Die Zielsetzung, die wir auch mit dem Bundesministerium vereinbart haben, ist eben eine Stärkung von KI-Kompetenz in der Breite und im Einzelfall eine Stärkung in der Tiefe, wo wir wollen nicht Studiengänge ersetzen. Wir können und wollen das nicht. Wir können einen Einstieg geben, um A, Unsicherheiten abzubauen für Akteure, ob das jetzt Medizinstudierende sind oder Lehramtsstudierende oder Ingenieure, die sich bisher kaum bis gar nicht auseinandergesetzt haben mit dem Themenfeld KI. Für die versuchen wir, Unsicherheiten abzubauen, eine Einordnung zu ermöglichen, und Grundkompetenzen aufzubauen, die notwendig sind. Das kann dann auch zum Beispiel bedeuten, dass man coden lernt und so weiter. Und gleichzeitig ist es spannend für uns, eben eher auf Masterniveau auch für Informatikstudierende zum Beispiel weiterführende Angebote. Wenn es jetzt um Deep Learning zum Beispiel geht, da wird das DFKI auch etwas erarbeiten, also einen Einstieg in ein Spezialfeld zu ermöglichen. Das ist auf jeden Fall auch möglich, aber es ist beides möglich und beides ist ein Kompetenzbedarf, den wir abdecken wollen. Es ist nicht der Anspruch des KI-Campus, dass er zum Beispiel die KI-Professuren, die deutschlandweit schrittweise eingerichtet werden, zu ersetzen, sondern wir wollen da ergänzen und müssen da ergänzen, wo Lücken bestehen. Okay, ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es eine Liste, welche OER-Lizenzen zu verwenden sind, beziehungsweise möglichst zu verwenden sind? Das könnte man relativ kurz mit einem Nein beantworten. Ja, also es ist im Prinzip alles, was OER-lizenziert ist, könnte theoretisch verwendet werden. Und eine Liste haben wir nicht vorliegen. Also Sie können auf die Creative Commons Website gehen. Ich sage immer als großer Verfechter des OER-Bereichs, je weiter die Rechte sind, die Sie einräumen, desto besser. Es ist uns allerdings klar, dass das je nachdem, aus welchem Hintergrund Sie kommen, nicht immer so einfach ist. Es gibt große urheberrechtliche Fragestellungen auch hinsichtlich des Materials, das Sie nutzen. Es kann zum Beispiel auch sein, dass nur bestimmte Teilelemente, wenn Sie einen Kurs entstellen, offen zur verfügbar gemacht werden. Aber Sie zum Beispiel, wenn Sie bestimmte Fachliteratur nutzen, die nicht, leider, das ist ja jetzt aktuell erst eine Entwicklung, die nicht unter dieser Lizenz selbst zur Verfügung steht, dann können Sie diese auch nur begrenzt innerhalb Ihrer Kurse, zum Beispiel passwortgeschützt, verfügbar machen. Das ist uns klar. Ansonsten Creative Commons Lizenz, Nachnutzbarkeit im Idealfall auch offen dafür, ob es eine wirtschaftliche oder nicht wirtschaftliche Verwertung gibt.
ist für uns das Prinzip der Offenheit von Bildungsressourcen. Wobei für uns nochmal wichtig ist, der KI-Campus selbst ist Non-Profit und strebt auch keine wirtschaftliche Verwertung von irgendwelchen Ressourcen an, die entwickelt werden. Dass das andere Akteure machen wollen und können, ist für uns in Ordnung. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Darstellung des Forschungsstandes und Forschungsfragen bezieht sich nicht auf das Vermittelte, auf das Vermitteln der Inhalte, sondern auf die Art und Weise des Lernkonzepts. Richtig? Könnten Sie dies bitte näher erläutern? Dana, kannst du dazu was sagen? Ja, also generell sollte der Forschungsstand zu dem Thema natürlich dargestellt werden. Also geht es jetzt um KI-Grundlagen und wie sieht da die Forschung aus? Aber natürlich auch im Hinblick dann auf das Lernkonzept. Also gibt es da schon viele Lernangebote zu diesem speziellen Thema? Und wie werden diese vermittelt? Oder wäre das was ganz Innovatives, Neues, was da angestrebt wird, im Bereich der Lernangebote jetzt neu zu konzipieren? Ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das ist eben sowohl die inhaltliche als auch die didaktische Perspektive. Es ist ganz wichtig, dass Sie schlüssig darstellen, dass Ihre Idee, Ihr Angebot einen Mehrwert darstellt, inhaltlicher und didaktischer Art. Es geht nicht darum, das fünfte Mal etwas zu machen, was es bereits gibt, sondern eben Lücken zu schließen. Eine mittelfristige Zielsetzung des KI-Campus ist ganz klar auch, dass wenn diese Lücken geschlossen sind, es eben auch flexibel genutzt werden kann. Also wenn jetzt eine Hochschule X aus Berlin etwas entwickelt, ein tolles Grundlagenlernangebot, dann muss das halt die Hochschule Y aus Frankfurt oder Z aus München nicht mehr machen, sondern kann das unterstützt durch den KI-Campus auch für sich nutzbar machen für bestimmte Zielgruppen. Eine Frage zur Zuwendung. Sind dann auch laufende Kosten der Durchführung wie Tutoring und Support förderfähig? Ja. Okay. Gibt es eine maximale finanzielle Fördersumme pro Idee oder pro Projekt? Wir haben uns mit dem BMBF darauf geeinigt, dies nicht festzulegen, aber im niedrigen sechsstelligen Bereich sollte sich es bewegen. Wir wollen so viele Akteure wie möglich fördern im Rahmen der etwa 2 Millionen Euro, die wir jetzt erst einmal zur Verfügung haben. Okay, dann gibt es eine Vorlage für die Skizzeneinreichung. Dazu kann ich vielleicht sagen, da gibt es in der Ausschreibung, haben wir am Ende einen Leitfaden mit allen nötigen Hinweisen, die für die Erstellung der Skizze notwendig ist. Und da sind auch alle Prinzipien bzw. die Auswahlkriterien, das, was wir heute vorgestellt haben, das ist im Prinzip auch alles in der Ausschreibung enthalten. Ja, das ist vielleicht für die Ausschreibung auch nochmal wichtig. Wir haben da am Ende auch Kriterien definiert. Ja, diese Kriterien sind die zentrale Grundlage für die Begutachtung durch die Jury. Sie sollten sich also gut überlegen, dass diese Kriterien auch sichtbar werden in ihrer Skizze. In der Ausschreibung wird auf begleitende didaktische Forschung verwiesen. Gibt es hierzu bestimmte Vorstellungen Ihrerseits, Dana? Ja, die gibt es. Es soll mindestens ein Treffen mit dem KI-Campus und der geförderten Institution im Förderzeitraum stattfinden. Da soll dann nochmal das didaktische Konzept besprochen werden. Darüber hinaus wird es didaktische Leitfäden geben und es werden auch Workshops angeboten für den Austausch. Das vielleicht nochmal ganz wichtig, gerade unsere Aufgabe als Stifterverband, als Konsortialpartner ist eben diese vernetzende Aufgabe. Diese Vernetzung wird sich auch nicht alleinig beschränken auf die Teilnehmenden, die jetzt gefördert werden, sondern wir wollen eben über die nächsten 3 Jahre mit Ihnen auch daran arbeiten, zu schauen, wie das, was jetzt entwickelt wird und das, was wir kuratieren, was es also schon gibt, wie das über unterschiedliche didaktische Formate integriert werden kann. Und dafür sind gerade die Kolleginnen Ma und Jonika die Expertinnen, die da auch sicherlich ganz, ganz spannende Austauschformate mit Ihnen angehen werden in den nächsten, ja, noch verbliebenen 2 Jahren, 3 Vierteljahren. Okay, Ich hatte noch eine Frage gesehen hier im Chat zur KI-Kompetenz der Partner, wenn man also mit einem Konsortium sich bewirbt, ob jemand nur eine Gamification-Kompetenz haben kann.
Ja, selbstverständlich. Wichtig ist, dass im Antrag die KI-Kompetenz sichtbar wird. Wenn Sie alleine sind, wenn Sie also nur eine Organisation einen Antrag stellt, dann sollte das bei Ihnen vorhanden sein. Wenn es mehrere Partner sind, dann kann man diese Kompetenzen eben auch auf unterschiedliche Schultern verteilen, um eben genau auch diese Vielfalt abzudecken. Es bringt nichts, wenn man ein Konsortium hat an Akteuren, die alle die gleichen Kompetenzen abdecken. Es braucht auch wiederum einen Mehrwert der Kooperation. Und das kann auch sein, dass eben ein Akteur zum Beispiel sich mit Gamification auseinandergesetzt hat und der andere eine starke inhaltliche KI-Kompetenz bereits aufweisen kann. Okay, dann sechsstelliger Bereich bezieht sich auf ganze Kurse mit 5 ECTS, Fragezeichen. Das hatte ich bereits beantwortet. Okay, das hast du beantwortet, dann gehen wir weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es mehr darum, das Wissen über KI in die Breite zu bringen. Zielgruppe sind also weniger Informatikstudierende oder IT-Experten. Wer möchte? Kann ich dann auch gerne was zu sagen, ja? Oder Kinga, ja? Das DFKI vielleicht? Ja, also wir, ja, und beides auch. Also das sind unsere Zielgruppe sind Studierenden. Das ist nicht Voraussetzung, dass sie wollen nicht nur Kurse haben, die sich nur speziell an Informatikstudenten richten, sondern vielmehr ist es uns sehr wichtig, dass tatsächlich andere Fachdisziplinen wie zum Beispiel Mediziner, Lehrer und Anwälte, sonstige das KI-Wissen sich aneignen können, was sie brauchen oder auch halt berufsbegleitend. Der Bedarf wächst ja immer. Das heißt, man muss nicht davon ausgehen, dass diese Kurse technisch sein müssen. Und wir begrüßen alles, was nicht unbedingt an ja, Informatikvorkenntnisse basiert. Insofern geht beides. Und zu diesen zwei Gruppen, wenn man jetzt nicht nur über Kurse redet, sondern auch kleinere Lerneinheiten, wir hatten ja geschrieben, dass wir auch interdisziplinäre Kompetenzen fördern wollen. Also das sind zum Beispiel Data Bias, das ganze Thema Explainable AI. Oder halt sehr niederschwellige Angebote, wo man erklärt, ja, wie funktioniert Alexa und hört sie denn jetzt zu? Muss ich mir Sorgen machen um meine Privatsphäre, solche Dinge? Also wir sind da sehr offen und freuen uns sehr auf die Vorschläge. Okay, dann eine weitere inhaltliche Frage. Wie groß ist das Interesse für Data Literacy und Data Science in diesem Projekt? Habe ich gerade beantwortet. Data Literacy gehört auch zu diesen interdisziplinären Fragestellungen. Data Science ist, ja, bekannterweise Data Science ist kein KI, aber es gibt eine Überschneidung, ist aber ein Bereich, der halt sehr wichtig ist zurzeit und immer wichtiger wird. Und wir wollen natürlich auch bedarfsorientiert agieren. Das heißt, Data Science ist selbstverständlich auch ein Thema, was hier von Interesse ist. Dann eine weitere Frage. Darf bitte jemand etwas dazu zur Gewichtung didaktisches Design versus Expertise Fachwissenschaft KI sagen? Also da würde ich im Prinzip sagen, dass es natürlich sowohl als auch wichtig ist. Also der inhaltliche Aspekt spielt natürlich eine genauso große Rolle wie eben auch das innovative didaktische Design. Im Idealfall geht das natürlich sehr gut zusammen oder es sollte natürlich auch zusammenpassen. Ja, die Passung Das sollte wird gleich, gerne also geben. es sollte ein schlüssiges Gesamtkonzept entstehen. Genau. Können genau noch eine weitere Frage. Also zum einen können mehrere Ideenskizzen eingereicht werden. Da fiel mir in diesem Kontext eine weitere Frage auf. Gibt es eine maximale Einreichungszahl für pro Hochschule? Florian, was würdest du sagen? Ich würde eher sagen, das hängt an Ihren Ressourcen, die Sie haben. Die Wahrscheinlichkeit, also das wird ja eine Jury entscheiden. Ich denke, also ja, es ist möglich, auf jeden Fall. Es ist aber sicherlich auch so, dass wir
dass auch eine regionale Verteilung zum Beispiel, also dass Ost-West, Süd-Nord entsprechend auch abgedeckt sind im Wettbewerb, sicherlich auch durchaus in die Erwägungen der Förderung mit spielen wird, weil man eben hier nicht irgendwie eine Berliner Blase fördern will oder so, sondern eben, wir haben ja auch das Konsortium des KI-Campus ist eben in Saarbrücken und so weiter. Deswegen würde ich sagen, machen Sie gerne. Es könnte sein, dass es dann in der Auswahl eben gegebenenfalls der entscheidende Punkt ist, wenn man zwei gleichwertige Anträge begutachtet, dass eben der Antrag, der nicht schon gefördert wird an der gleichen Hochschule, Vorzug erhält. Also ja, es ist möglich. Nein, es ist vielleicht strategisch nicht klug, wenn man 10 Anträge von einer Hochschule einreicht. Es kann ja auch eben je nachdem einfach einen anderen Konsortialführer geben. Es muss ja immer ein Akteur einreichen, diese Ideenskizze, und dass man sich an unterschiedlichen Projekten beteiligt, ist absolut klar. Okay, dann machen wir weiter. Ja, es ist jetzt 16 Uhr, aber wir haben ein bisschen später angefangen. Deshalb würde ich sagen, packen wir noch 10 bis 15 Minuten drauf. Machen gleich weiter. Ich bin mir unschlüssig über den Fokus des Projekts, gerade mit Bezug auf Laufzeit, Dauer etc. Sollte die Laufzeit genutzt werden, um überhaupt erst das Lernangebot zu entwickeln, sodass es beispielsweise erst 2022 online geht? Oder soll das Angebot möglichst demnächst online gehen und wird dann bis 2022 gefördert mit Ressourcen etc.? Also je früher, desto besser. Ja, Genau. 22 ist auf jeden Fall zu spät. Es geht nicht darum, also quasi, Sie sollen forschungsorientiert arbeiten, aber Sie sollen nicht erstmal 1,5 Jahre im stillen oder 1 Jahr im stillen Kämmerchen nur Konzepte machen, sondern es ist ganz klar Forschung und Entwicklung mit einem starken Entwicklungsaspekt. Es ist selbstverständlich klar, je nachdem, was Sie planen, wenn Sie einen umfangreichen Kurs planen, dann dauert das. Dann muss man da unterschiedliche Entwicklungsschritte gehen, vom Kursskript bis hin eben zu den Fragestellungen der technologisch-didaktischen Umsetzung. Das dauert länger, das kann auch mal durchaus länger als ein halbes Jahr dauern. Aber es sollte auf jeden Fall spätestens 2021 auch etwas sichtbar werden, pilotiert werden auf dem KI-Campus beziehungsweise in der Lernumgebung. Je früher, desto besser. Okay, hier eine interessante Frage. Kann man Lerneinheiten auch zum Beispiel als Lernspiel-App für Smartphone erstellen? Ja, da würde ich eben darauf verweisen, was Florian gesagt hat. Das Wichtige ist natürlich die Passung zu der HPI-Plattform. Und da haben wir bislang keine App geplant. Korrigiere mich, Florian, wenn ich was Falsches sage. Deshalb würde ich zunächst dazu raten, die Ideenskizze so zu konzipieren, dass es für die Plattform geeignet ist, für die Webplattform und nicht für eine App. Also, das sind zwei Aspekte. Erstens doch, das HPI hat auch bereits jetzt App-Lösungen, und wir werden auch die Lernumgebungen als eine App mittelfristig zur Verfügung stellen. Das aber nochmal losgelöst von einer App, die Sie entwickeln wollen. Ich würde sagen, wenn die Skizze überzeugend ist, dann kann das schon sinnvoll sein, aber es muss eben in das Portal integrierbar sein. Das Portal wird mobile first aufgesetzt, also das kann man sehr gut auch dann browserbasiert mobil nutzen. Unsere Testungen, die wir vornehmen in diesem Jahr, erfolgen sowohl auf dem Browser, im Desktop, als auch auf Tablets und Mobiltelefonen, in den Systemen Android und iOS. Aber jetzt ausschließlich eine App zu entwickeln, halte ich auch für schwierig, aber nicht unmöglich. Bitte schicken Sie uns dazu einfach nochmal im Einzelfall eine E-Mail, und dann werden wir Ihnen das nochmal schriftlich beantworten. Okay, wir gucken mal gerade, ob wir noch was haben. Aber ich habe eine Frage gesehen, die. Ja? Ich sehe hier noch eine Frage: Wie kann bei tutoriell betreuten Blended Learning Angeboten über die Projektlaufzeit hinaus die Betreuung sichergestellt werden? Ist eine weitere Förderung möglich? Das müssen Sie das BMBF fragen. Erst einmal nicht. Es werden jetzt Piloten entwickeln, und das ist einfach so, das ist quasi der Kern von Piloten. Man entwickelt etwas in einer begrenzten Projektlaufzeit, hat dafür Ressourcen zur Verfügung gestellt. Sie sollten sich, also
sagen wir so, ein Nachhaltigkeitskonzept ist besonders erwünscht, auch im Rahmen der Antragstellung. Wenn Sie das Projekt so aufsetzen, dass es eben bestimmte Ressourcen braucht für eine Verstetigung einer Betreuung durch studentische Mitarbeitende und Sie können das in der Ideenskizze bereits aufzeigen, wie Sie das auch nachhaltig sicherstellen können über die Projektlaufzeit hinaus, dann ist das auf jeden Fall im Sinne der Nachhaltigkeit des Lernangebots ein Asset. Aber uns ist es absolut bewusst, dass das natürlich auch eine Herausforderung ist, solche Ressourcen dann mittelfristig zur Verfügung, also längerfristig, nicht mittel, sondern langfristig zur Verfügung zu stellen. Wir werden uns natürlich gerne gemeinsam mit Ihnen darum bemühen, können jetzt aber entsprechend nichts versprechen über die Projektlaufzeit hinaus. Okay, noch eine Frage. Wenn es akademische Angebote für Studierende sein sollen, wie genau sollen Prüfungsleistungen, Voraussetzungen etc. mitkonzipiert werden? Das hängt davon ab, was Sie machen. Also akademisches Niveau muss nicht unbedingt heißen, es muss anrechenbar anerkennbar sein in einem Studium. ECTS-Vergütung ist etwas, was wir sehr gerne haben wollen, was auch einen besonderen Schwerpunkt erhält in der Auswahl. Es muss aber nicht so sein. Es kann zum Beispiel ein klassischer Fall, den unterschiedliche Hochschulen bereits erprobt haben, ist, sie haben erstmal OER-basiert ein Lernangebot auf der Plattform und dazu gibt es dann ein E-Prüfungskonzept. Das können dann analoge Prüfungen sein, das können auch rechtssichere digitale Prüfungen sein, wobei das in Deutschland derzeit noch sehr schwierig und auch umstritten ist. Und das kann eben auch die Integration von Anfang an in dem Blended Learning Format sein. Also zum Beispiel, dass Sie in einem Konsortium mit drei Hochschulen das beantragen, gemeinsam die OER-Lerninhalte entwickeln, das Ganze in die MOOC-Plattform integrieren. Es kann jeder und jede daran teilnehmen. Aber der Regelfall, also die meisten Studierenden erhalten eben nur eine Teilnehmerbestätigung. Lernende, die an ihrer eigenen Hochschule sind und ein begleitendes Seminar haben oder bestimmte Wochenendseminare absolvieren, die haben die Möglichkeit, zusätzlich ECTS zu erhalten. Das ist zum Beispiel beim derzeitigen Kurs Elements of AI, der sehr, sehr erfolgreich ist, auch so, dass den jeder und jede nutzen kann. Nur Studierende der Universität Helsinki können unter bestimmten Voraussetzungen das Ganze an ihrer Heimatuniversität anerkennen bzw. anrechnen lassen. Wenn die geförderten Contents auf der MOOC-Plattform des Hasso-Plattner-Instituts entwickelt werden, können diese dann zum Beispiel auch auf Hochschul- oder landeseigenen E-Learning-Portalen also doppelt genutzt werden? Ja. Genau. Ja, also das ja dem Prinzip der Offenheit, OER, Creative Commons License unterliegt, kann das frei genutzt, absolut, remixed und verwendet werden. Ja. Man darf das auch nicht vergessen, man hat dadurch ja auch das Potenzial, unterschiedliche Zielgruppen zu erschließen. Natürlich haben wir am KI-Campus ein Interesse, möglichst viel Traffic zu generieren, um da eine Community an Lernenden zu entwickeln. Wir würden uns dann im Einzelfall mit Ihnen austauschen müssen, ob es quasi zwei Zugänge gibt, aber eine Lernumgebung oder ob es gespiegelt wird und parallel unterschiedliche Kurse dann zum Beispiel sind. Aber das ist auf jeden Fall möglich. Sie können, wenn Sie von einer Landesinitiative kommen, zum Beispiel selbstverständlich auch für Ihre Initiative neue Angebote entwickeln, die für Sie einen Mehrwert haben. Je mehr, je enger die Schnittstellen sind, desto besser. Aber das ist das Prinzip, der Offenheit, das wir natürlich verfolgen. Das liegt am Ende auch in Ihrer Entscheidung. Okay, dann noch eine Frage zu den Personalmitteln. Welche Art von Personalmitteln können beantragt werden? Zum Beispiel auch 10% der eigenen Stelle als Projektleiterstelle oder Doktoranden, die mit der Erstellung der Lehre beauftragt werden. Was ist möglich? Also ja, also der Regelfall ist eben die klassische Förderung von F&E-Projekten über den Bereich digitale Hochschulbildung. Da kann man anteilsmäßig auch die eigene Stelle zum Beispiel abrechnen. Die das schon in anderen Förderprojekten gemacht haben, werden das kennen. Man muss entsprechende Stundennachweise führen. Wenn Sie zum Beispiel eine Promotionsstelle haben, die Sie dann über 1,5 Jahre teilfinanzieren, dann ist das von der Argumentation her erstmal hervorragend, wenn diese Person sowohl eine Forschungsgrundlage hat, als auch
an der Entwicklung arbeitet, dann ist das genau das, wie wir uns die Entwicklung digitaler, akademischer digitaler Lernangebote vorstellen, nämlich Wissenschaft und Forschungsbasiert, aber anwendungsorientiert. Okay, dann würde ich sagen, vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es eine Vorlage für die Skizzeneinreichung? Darauf haben wir schon verwiesen, auf unserer Webseite kicampus.org/wettbewerbe haben wir die Ausschreibung, die man runterladen kann, und in der Ausschreibung findet sich ganz am Ende einen Leitfaden zur Skizzenerstellung. Und wenn Sie dem folgen, denke ich, kann man nichts falsch machen. Genau, ansonsten denke ich, haben wir viele Fragen jetzt beantwortet. Mike, wir haben 10 nach 4. Ich glaube, alle weiteren Fragen können dann sehr, sehr gerne auch schriftlich, auch gerne über Twitter, weil da sieht es dann jeder und jede. Vielen Dank, dass Sie da auch so viel Flexibilität gezeigt haben, über solche Umgebungen mit uns zu interagieren. Genau, vielleicht noch kurz. Das Webinar wurde aufgezeichnet. Das werden wir bereitstellen. Ferner bin ich zu jeder Zeit erreichbar über mike.bernd@stifterverband.de. Sie können uns auch gerne über Twitter folgen. Und ja, bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank. Danke. Dankeschön. Ja.